Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendereihe Wahl 13. Wir sind unterwegs für Sie in Reinickendorf mit Frank Steffel, dem Kandidaten der CDU hier in Reinickendorf. Nochmal hallo, Frank Steffel. Hallo. Und jetzt sind wir von der Markthalle quasi zur wunderschönen Greenwich-Promenade gegangen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück an dieser Promenade entlang, denn hinter uns ist der große Dampfer Berlin und daneben ja, und Moby Dick. Genau. Feiert Jubiläum, haben Sie mir erzählt. Erinnerung an meine Jugend. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, der ist 40 Jahre alt. Dann weiß ich auch, warum ich mich so gut erinnere. Da war ich 7. Okay. Und habe dann immer Moby Dick fahren sehen und durfte auch ab und zu mal mitfahren. War damals eine tolle Sache. Mhm. Was macht denn Reinickendorf so toll als touristischen Magnet? Weil wenn wir hier lang gehen, hier liegen unzählige Schiffe an. Hier wollen offenbar Leute raus aufs Wasser und Reinickendorf vom Wasser aus betrachten. Na gut, Wasser und Natur. Ich glaube, wenn man sagt, wo ist die Lebensqualität, dann ist es natürlich für eine Großstadt außergewöhnlich, dass man so viele Dampfer, wie der Berliner sagt, hier eigentlich den ganzen Sommer über anlegen und ablegen hat und dann unglaublich viele Wassersportvereine. Ich glaube, wir haben über 100 Wassersportvereine, 200 Sportvereine insgesamt mit einer extrem hohen Freizeit- und Lebensqualität. Wir besuchen ja jetzt gleich einen Verein, den Sie auch mental unterstützen. Warum eigentlich? Was für ein Verein ist das? Und der hat ja auch mit dem Thema Wassersport zu tun. Ja, wir gehen jetzt zum Ruderclub Tegel. Ein ganz renommierter, traditionsreicher Verein hier in Reinickendorf. Hat Weltmeister, Olympiasieger in seinen Reihen und verbindet auch ganz toll Jugend- und Breiten- und Familiensport mit professionellem Sport. Und Deutschland ist ja im Rudern seit langen Jahrzehnten erfolgreich. Und deswegen ist das auch ein toller Verein auch in der Jugendarbeit. Sie engagieren sich ja im Deutschen Bundestag, auch im Sportausschuss. Was kann man tun als Abgeordneter für die vielen Vereine? Weil Ihnen liegen ja die vielen Ehrenamtlichen auch am Herzen, die wirklich am Wochenende nachmittags ja freiwillig in die Vereine gehen, um dort, weiß ich nicht, Jugendliche zu betreuen, anzuleiten, ja gemeinsam was zu unternehmen. Ja, wir haben im Bundestag ein Ehrenamtsgesetz beschlossen, was Bürokratie abbaut, die Haftung der Vereinsvorstände reduziert, insbesondere auch die steuerlichen Rahmenbedingungen sehr positiv verändert hat. Und wir geben jedes Jahr 110 Millionen jetzt zusätzlich aus, weil wir die Übungsleiterpauschalen, die Ehrenamtspauschalen deutlich erhöht haben. Das ist das eine, was der Gesetzgeber tun kann. Zum Zweiten, ich bemühe mich, Spenden zu besorgen für Vereine, ganz profan. Einfach zu schauen, dass wir Unternehmen finden, die sagen, ich bin bereit, ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro mal für einen Verein, für eine Hilfsorganisation zur Verfügung zu stellen. Und der Rest ist dann Kümmern und Hinwendung. Also einfach den Menschen wirklich Danke sagen dafür, dass 85.000 Reinickendorfer sich ehrenamtlich für uns, für unsere Kinder engagieren. Ohne die ging es nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch ein Stück entlang hier an dieser wunderschönen Promenade und gucken gleich mal vorbei beim Ruderclub in Tegel. Ja, Steffel, jetzt sind wir beim Ruderclub in Tegel und dieser Verein ist wie alt eigentlich? Wie viele Leute engagieren sich hier? Ich vermute, der ist über 100 Jahre. Ich glaube, die hatten vor ein paar Jahren ihr 100-Jähriges, zu dem ich sogar reden durfte und ein Boot gespendet habe, fällt mir gerade ein, oder vermittelt habe. Und ansonsten haben die ganz tolle Sportler. Wie wichtig ist denn das, dass junge Leute sich gerade auch im Sport engagieren? Warum ist es so wichtig zu sagen, Leute, macht was Sinnvolles mit eurer Freizeit? Ist also, ja auch eine Herzensangelegenheit von Ihnen. Absolut. Ne? Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass junge Leute zum einen Sport treiben, aber insbesondere Vereinssport treiben. Dass man Mannschaftsgeist, dass man Teamgeist lernt, dass man mit anderen Kindern gemeinsam gewinnt und gemeinsam verliert. Und ich glaube, auch die Schulen sollten da Luft lassen, dass nach der Schule noch Zeit ist für Vereinssport, ist eine meiner großen Sorgen. Denn Kinder, die Vereinssport treiben, machen meistens weniger Unfug als andere. Nun haben wir den Chef des Rudervereins hier. Hallo erstmal. Grüße Sie herzlich. Sie kennen nämlich an Herrn Steffel. Haben Sie denn eine spontane Frage an ihn? Weil er engagiert sich ja auch gerade für das Ehrenamt, für die vielen Vereine in Reinickendorf. Was beschäftigt Sie als Verein ganz konkret? Worum sollte er sich vielleicht kümmern? Oder hat er vielleicht auch schon geholfen? Ja, ich sage erstmal herzlich willkommen im Ruderclub Tegel. Uns bewegt das Ehrenamt natürlich sehr. Wir unser Leistungssport und überhaupt die ganze Kinder- und Jugendarbeit, die wir hier leisten, die wird hier ehrenamtlich geleistet. Und deshalb sind wir dankbar für jede Initiative, die also das Ehrenamt stärkt. Was uns konkret bewegt, das ist natürlich, wie können wir unsere Übungsleiter vielleicht noch ein bisschen besser finanzieren. Aber das bewegt nicht nur uns, das bewegt sicherlich alle Sportvereine hier im Land Berlin. Ja, und da müssen wir sehen, ob wir vielleicht Möglichkeiten finden, das etwas zu stützen. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, Herr Steffel. Dass Sie also wir haben schon die Übungsleiterpauschalen erhöht. Also das, was Übungsleiter netto dazu verdienen dürfen, ist jetzt 200 Euro
im Monat kostet, wie gesagt, über 100 Millionen in Wolfgang Schäuble. Ja. Also ist keine ganz kleine Summe. Aber es ist natürlich so, wir müssen vor allen Dingen für den Vereinssport werben. Und ich glaube auch die Vereine ermuntern, dass sie die Beiträge vielleicht mal ein bisschen sich genauer angucken. Denn wenn man schaut, zweimal die Woche Training, Samstag, Sonntag ein Wettkampf und das Ganze vier Wochen lang und dann kostet das nur ein paar Euro. Ich glaube, hier haben die Vereine auch zu Recht zu sagen, hey, wir nehmen mal ein, zwei Euro mehr. Das würde den Übungsleitern auch sehr helfen. Also sicherlich ist eines klar. Also wir können nicht immer nur nach dem Start rufen. Wir sind auch, das ist bei uns auch Eigeninitiative gefragt. Klar ist aber auch, dass wir dankbar sind für andere Initiativen. Ich nenne mal hier das Vereinsinvestitionsprogramm. Wir haben ja gerade angebaut und da wünschen wir uns natürlich, dass das auch weiterhin Bestand hat. Das haben wir gerade ausgebaut in Berlin gemeinsam mit der SPD. Und völlig richtig, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Vereine Infrastruktur zur Verfügung haben. Ja, ja. Und im Übrigen, was mir sehr am Herzen liegt, wir müssen die ältere Generation motivieren, nach dem Berufsleben sich im Ehrenamt zu engagieren. Denn die 65, 66, 67 Jährigen, die sind topfit. Mhm. Und ich sage das mal so ein bisschen freundlich gemeint, die suchen eine sinnvolle Aufgabe. Und was gibt es Schöneres, als mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten? Also die Älteren nicht aufs alte Eisen schieben, sondern fürs Ehrenamt motivieren. Ich glaube, da liegen Riesenpotenziale. Herr Steffel. Frage somit beantwortet. Ich hoffe, ist beantwortet. Okay, Herr Steffel, wir sind nämlich auch schon am Schluss unserer Sendung und die letzten 30 Sekunden quasi würde ich Ihnen schenken. Das heißt, Ihre Kamera, Ihr Wort an die Reinickendorfer und Reinickendorferinnen, warum Sie denn am jetzt Sonntag das Kreuz bei der CDU für Sie machen sollen. Na gut, zum einen hoffe ich mal, dass möglichst viele Reinickendorferinnen und Reinickendorfer wählen gehen. Und dann gibt es gute Argumente, wenn man sich die letzten vier Jahre anschaut. Angela Merkel hat das gut gemacht. Ich erlebe sie als sehr verantwortungsvolle, sehr gewissenhafte, sehr ausgewogene und gut hochrespektierte Bundeskanzlerin. Und deswegen werbe ich für vier weitere Jahre und hoffe natürlich, dass wir auch am Sonntag dann die nächsten Jahre Stabilität in Deutschland haben. Denn alles andere als ein Sieg von Angela Merkel würde Instabilität und schwierige Verhältnisse bedeuten. Und das sollten wir uns als größte Volkswirtschaft in Europa nicht erlauben. Insofern wählen gehen und wenn es nach mir geht, zweimal CDU. Ihr liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, Frank Steffel. Das war Frank Steffel, Kandidat der CDU hier in Reinickendorf. Das war die letzte Ausgabe unserer Spezialsendung Wahl 13, denn wir haben es Freitagabend. Am Sonntag gehen Sie bitte wählen, denn egal für welche Partei Sie ein Kreuzchen machen, nutzen Sie das Recht der Mitbestimmung, gehen Sie ins Wahllokal. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntagabend wieder, denn meine Kollegen Agnes Fischer und Peter Brinkmann werden Sie am Wahlabend natürlich auch auf dem Laufenden halten in Sachen Wahlergebnisse. Bis dahin. Machen Sie es gut und wie gesagt, gehen Sie wählen.